drei Fragen an Günther Oettinger, den EU-Kommissar, und Frau von Kramon, Europapolitikerin der Grünen. Ich wollte das Thema des Abends heute nochmal aufgreifen. Was macht denn Frau Kramon Lust auf Europa? Also ich glaube, dass diese Europawahl wirklich gezeigt hat, dass die Menschen mobilisiert sind. Es geht um sehr viel. Es geht darum, ob wir dieses europäische Projekt in dieser Form zusammenhalten. Es geht darum, welche Mehrheiten wir nach dem 26. Mai im Europäischen Parlament haben, wie anschließend auch die Kommission zusammengesetzt wird. Also das heißt, ich glaube, viele Leute haben verstanden, dass dieses Europäische Parlament mit viel mehr Kompetenzen ausgestattet ist, als das noch vor 10, 20 Jahren der Fall ist. Und habe auch den Eindruck, dass die Bevölkerung zur Wahl gehen wird. Von daher fand ich den Titel nicht so passend. Herr Oettinger, was ist Ihr Lustfaktor für Europa, für die Wähler? Europa ist der Kontinent der Freiheit und Freizügigkeit. Sie können nirgendwo so reisen, arbeiten, Urlaub machen, einkaufen, alt werden, wie auf dem gesamten Kontinent mit 24 Muttersprachen, und trotzdem überall sind Sie zu Hause. Unsere Kinder sind die Erasmus-Plus-Generation. Die sind zwischen Budapest und Madrid unterwegs und haben Freunde dabei. Und deswegen glaube ich, wir müssen Europa stärken. Wir müssen alles tun, dass Europa nicht im Sandwich zwischen USA und China erdrückt wird, sondern gemeinsam die Zukunft mitgestalten kann. Gehen wir aus, dass der Brexit stattfindet und sich das Vereinigte Königreich tatsächlich aus der Europäischen Union verabschiedet. Was bedeutet das für Europa, für Staaten, für die anderen 27, auch für Deutschland? Damit wird Europa empfindlich geschwächt. Die Briten sind wirtschaftlich stark, erfahrene Diplomaten, haben ein Netzwerk in der ganzen Welt. Wir bedauern dies sehr, wenn sie gehen. Umgekehrt ist der ökonomische Schaden für das Königreich weit stärker. Man könnte auch sagen, aus Great Britain wird Little England. Wie würden Sie das beurteilen, Frau van Kramon? Auf jeden Fall, zum einen für die kulturelle Vielfalt, ein Riesenverlust. Aber ich glaube, das Einzige, was wir vielleicht als positiven Faktor rausziehen könnten, ist, dass die EU nach innen wieder mehr Bindekraft bekommen hat. Alle anderen 27 waren sich ziemlich einig, dass keiner mehr aussteigen soll. Das heißt, die Verhandlungen haben auch dazu geführt, dass man sich doch stärker wieder committed und verbindlicher geworden ist. Wir beobachten in den letzten Jahren und in den letzten Monaten insbesondere steigenden Nationalismus. Was erwarten Sie für die Europawahl? Werden die Nationalisten die Oberhand behalten oder werden wir auf der anderen Seite wieder demokratischere Tendenzen erleben bei der Wahl? Also zum einen haben die Nationalisten nicht die Oberhand. In einigen Ländern, klar, gibt es durchaus starke Bewegungen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass jetzt auch viele Menschen, die vielleicht früher nicht zur Wahl gegangen sind, schon eben verstehen, was auf dem Spiel steht. Und Herr Oettinger hat ja die Punkte genannt, für die es gilt zu kämpfen. Ja, es ist die Reisefreiheit. Es ist die Frage, wo kann ich arbeiten? Es ist die Frage, in welcher Gesellschaft will ich leben? Und wie kann ich diese Herausforderungen China und USA meistern? Das werde ich nicht auf der nationalen Ebene erfahren. Und ich glaube, die Debatten, die wir im Moment führen, zeigen ziemlich klar, dass die AfD und andere darauf keine Antworten haben. Wie sehen Sie das, Herr Oettinger? Der Trend zu etwas mehr Nationalismus und Populismus und Protektionismus ist ein europäischer, aber auch ein weltweiter. Das ist bei Trump in der Politik, bei Erdogan, bei Putin und auch bei den Chinesen. Das nehmen wir ernst, aber ich glaube, die ganz klare Mehrheit weiß um die Vorzüge eines offenen Europas. Wir gehen davon aus, dass die Populisten vielleicht auf 20% aller Abgeordneten kommen können. Das ist viel genug, das ist zu viel. Aber damit bestimmt nicht Europa, sondern die anderen 60, 70, 80% wissen sehr genau, dass sie bei allem Streit zusammenhalten müssen, um Europa nach vorne zu bringen. Herzlichen Dank an die Europapolitiker hier vom Rammelsberg in Goslar.